Und raus bist du, Desinformation, Propaganda und Verschwörungsglauben auf Social Media, Chancen und Grenzen von Deplatforming. Das ist der Titel der heutigen Veranstaltung. Herzlich willkommen. Und diese Veranstaltung ist Teil des Rahmenprogramms zur digitalen Ausstellung Matter of Fact, warum wir an Verschwörungstheorien glauben wollen. Dieses ganze Rahmenprogramm wird von dem US-Konsulat in Frankfurt gefördert. Und diese Veranstaltung wird aufgezeichnet. Und dem Publikum ist es natürlich möglich, Fragen zu stellen. Einfach die Hand heben. An wen eigentlich? Einmal zu meiner Linken an Nava Sarabian. Nava ist Bildungsreferentin und Speakerin und leitet bei der Bildungsstätte Anne Frank ein Projekt zu Hate Speech. Und daneben sitzt Miro Dittrich, forscht zu Rechtsextremismus und hat das CEMAS, das Center for Monitoring, Analyse und Strategie, gegründet. Und auf dem Bildschirm zugeschaltet Markus Bösch, forscht an der HAW Hamburg zu TikTok und hat einen Newsletter mit dem Namen Understanding TikTok und wird heute leider nicht das Problem der TikTok-Sucht lösen können. Das wollte ich schon mal vorweg schicken. Und ich bin Azadeh Peshman, ich bin Journalistin und werde Sie alle durch diese Veranstaltung führen. Wir wollen heute über Deplatforming sprechen, aber ich möchte erstmal noch einen Status quo erstmal etablieren, warum man das eigentlich überhaupt erst braucht und was der Stand der Dinge ist, wenn es um Verschwörungsglauben, um antisemitische Inhalte und andere strafbare Inhalte im Netz geht. Und es gibt da ein Zitat, das hast du, Miro, einmal an deinem Twitter-Profil dran gepinnt, ganz vorne, und ich habe es auch, meine ich, gesehen, in einer Kurzbio bei der Republika, und zwar: You can't understand the far right without understanding the Internet, and you can't understand the Internet without understanding the far right. Was heißt das? Also ich glaube, den ersten Teil, da würden die meisten noch mitgehen, dass man irgendwie mittlerweile verstanden hat, dass moderner Rechtsextremismus auf das Internet angewiesen ist, ist, glaube ich, irgendwie noch verständlicher. Aber der zweite Teil, dass auch man das Internet nur verstehen kann, wenn man modernen Rechtsextremismus versteht, ist vielleicht etwas kritischer gesehen von anderen. Prinzipiell geht es darum, dass Rechtsextremismus und die Reaktion, die Regulierung darauf einfach sehr stark bestimmt haben, wie denn unsere Regeln im Netz überhaupt sind. Und es ist ein bisschen so dieses, this is why we can't have nice things. Also ganz viele Sachen, die einfach normal funktionieren würden, sind jetzt sehr kompliziert, weil Rechtsextreme gezielt genutzt haben, Systeme, die eigentlich gut funktionieren, also Menschen miteinander zu verbinden, eben für ihre Zwecke zu nutzen. Und so gibt es so die gegenseitige Beziehung von, dass Rechtsextreme das Internet brauchen und das Rechtsextremismus verändert hat, aber auch, dass Rechtsextremismus das Internet, das wir nutzen, verändert hat. Du beobachtest das Internet und vor allem Rechtsextremismus im Internet schon länger. Du sagst ja auch selbst, du bist mit dem Internet aufgewachsen. Gab es da irgendwann so einen Peak, also einen bestimmten Zeitraum oder einen Zeitpunkt, wo es besonders viele rechtsextreme Inhalte im Internet gab? Also ich glaube, spannend wurde es in Deutschland mit dem ersten Ukraine-Krieg, den wir hatten. Dort haben sich zum ersten Mal Leute im Digitalen auf Facebook einfach verabredet für die sogenannte Montagsmahnwache für den Frieden. Da haben wir zum ersten Mal so den Prototyp gesehen von online organisierte Verschwörungserzählungen, die sich plötzlich auf der Straße treffen. Und dieses Modell hat dann Pegida relativ kurz danach einfach kopiert und auch genutzt. Und so diese 15, 16, die sogenannte Flüchtlingskrise, war auf jeden Fall ein sehr zentraler Element, wo auch eine gewisse Alterskohorte, glaube ich, mehr das Internet für sich entdeckt hat.
und so diesen Mangel, den sie an ihrer alternativen Wirklichkeit in der klassischen Medien vermisst haben, sich dann dort selbst geschafft haben. Und was waren zu dem Zeitpunkt, also jetzt zum Beispiel der Peak 2015, was war da so die wichtigste Plattform? Damals war es noch ganz klar Facebook. Damit habe ich auch angefangen, sehr viel Zeit auf Facebook zu verbringen, mich durch Facebook-Gruppen zu wühlen. Das hat sich aber mittlerweile ja doch ziemlich gewandelt. Ja, mittlerweile sind wahrscheinlich eher weniger Menschen auf Facebook, sondern viel mehr auf TikTok. Markus, welche Inhalte oder welche rechtsextremen oder generell extremistischen Inhalte kann man eigentlich auf TikTok finden? Naja, was ich ganz spannend finde, ist, dass eine aktuelle Studie gezeigt hat, dass man, wenn man mit einem neu aufgesetzten Account einfach nur durch TikTok durchwischt, man innerhalb von 40 Minuten zu Desinformation zum Ukraine-Krieg gelangt, ohne dass man irgendwie etwas macht. Also die Inhalte sind da und es sind auch ganz schön viele, vor allem in den ersten Tagen der Invasion wurde TikTok damit überflutet. Was in diesem ganzen rechtsextremen Bereich los ist, habe ich mir letztes Jahr vor der Bundestagswahl angeguckt. Da habe ich quasi mit so einer Methode, die sich allen Ernstes Walkthrough-Method nennt, so einen neuen Account aufgelegt auf einem neuen Telefon und habe mich quasi als AfD-Fanboy durch TikTok bewegt. Und auch da war es relativ erschreckend zu sehen, wie schnell man in rechte, rechtsextreme und rechtsextremistische Bereiche auf der Plattform reinkommt. Und da würde ich, weil heute das Thema ja die Plattform ist, nachher nochmal die Frage stellen, bringt es dann überhaupt was, einzelne Accounts auszuschließen oder geht es nicht auch zum Teil darum, dass hier anonymisiert eben agiert wird? TikTok ist definitiv eine wichtige Plattform und es gibt viele radikale Accounts oder auch Inhalte, die eigentlich juristisch gesehen strafbar wären. Aber ich habe mich auch mit vor allem mit Islamismus auch beschäftigt und wurde mir zumindest gesagt, dass häufig die Menschen auf TikTok vielleicht auf einige Accounts aufmerksam werden, aber dann eben abwandern zu einer anderen Plattform. Und da kannst du, Nava, sicherlich was sagen, denn ich spreche von Telegram und zwar nicht erst seit Corona. Also das war vorher so, wie Miro gesagt hat, dass die Leute über Facebook weitergekommen sind. In immer weitere Kreise war das im Islamismusbereich auch so, dass viel über Instagram und auch Facebook dann damals schon vor, ich sag mal jetzt auch so 2015, noch vorher auch so zu dem Peak vom sogenannten Islamischen Staat sehr, sehr viel an Propaganda über Telegram verbreitet worden ist. Und ähnlich ist es jetzt, also es wird auch immer wieder auch versucht, auch auf TikTok wird es auch versucht, dass Beiträge gepostet werden, die vermeintlich nur etwas mit der Religion zu tun hätten, aber dabei sind die Accounts dahinter und die Profile dahinter dann die den Algorithmus für sich nutzen, um eben immer weiter ins Nächste zu gehen. Und dieses System wurde eigentlich von Extremistinnen schon die ganze Zeit benutzt. Es ist halt nur jetzt, dass es TikTok es noch einfacher macht, unterstützt durch den Algorithmus, da wird mir wahrscheinlich Markus auch recht geben können, das Ganze noch mal einfacher geworden ist. Vorher war es YouTube, Facebook und so weiter und jetzt ist es noch schneller. Wir haben hier sehr unterschiedliche Expertisen auch irgendwie versammelt. Wo würdet ihr sagen, also was wird gerade am meisten verbreitet? Ist es Desinformation, sind das rechtsextremistische Inhalte, sind das islamistische Inhalte, antisemitische oder vielleicht auch sogar all die Sachen, die ich gerade genannt habe? Ich glaube, das große Problem, was wir haben, ist, dass Verschwörungserzählungen sehr lange nicht ernst genommen wurden in der Gesellschaft. Das wurde immer als so Spinnereien abgetan. Auch vor der Pandemie waren die Interviewanfragen, sagen Sie mal, die 10 witzigsten Verschwörungserzählungen oder aber das mit den Echsenmenschen ist doch witzig. Und ich glaube, deshalb, weil das Problem nicht erkannt wurde, wurde auch nichts dagegen gemacht. Und deshalb sind die Verbreitungen, das Glaube an unterschiedliche Verschwörungserzählungen einfach sehr groß in Deutschland. Das wissen wir ja auch nicht erst seit gestern. Mitte-Studie, Leipziger Autoritarismus-Studie, da haben wir ja Zahlen, wie verbreitet das Ganze ist. Und deshalb ist das, glaube ich, so ein guter Start für Leute in der Radikalisierung. Für Extreme ist es sehr einfach, auf so Verschwörungserzählungen aufzubauen. Und auch in der Pandemie haben wir ja gesehen, wie stark das genutzt wird. Also es ist, glaube ich, von der Verbreitung so für den Staat erstmal die Verschwörungserzählungen, das, was ich am häufigsten sehe.
Und warum wurde das so lange ignoriert oder nicht ernst genommen? Ich glaube, es gibt halt weniger irgendwie so direkte Konsequenzen, die man daraus wahrgenommen hat. Also es war ein bisschen abstrakt. Es war so halt eine Spinnerei von irgendjemandem. Man hat einfach sich nicht mit dem Antisemitismus, der dahinter steckt, auseinandergesetzt, sondern es war einfach nur so Gerede. Und diese Verschwörungstheorien gibt es ja auch im sogenannten Islamismus ja auch, die Parallelen haben und eigentlich eine Schnittstelle quasi zum Thema vom Rechtsextremismus und sogenannten Islamismus irgendwie noch darstellen. Dass die eine Sache, aber was ich glaube, also was ich beobachtet habe, ist, dass in den letzten 2 Jahren es sehr deutlich geworden ist, dass Menschen überhaupt gar nicht erkennen, was an der Verschwörungstheorie problematisch sein sollte. Also zum einen natürlich das lächerlich machen und sagen, ja, ach, so eine Geschichte. Aber etwas, was viel deutlicher ist, dass wir sehen, dass Menschen, die sich im Netz bewegen, nicht wirklich erkennen können, was an den Dingen problematisch sein könnte oder eben gar nicht stimmt oder eine falsche, also eine Desinformation auch sein könnte. Und das, finde ich, wurde sehr, sehr klar in den letzten Jahren. Hast du da auch eine Theorie zu, Markus, warum das so lange nicht ernst genommen wurde? Ja, zum Teil einfach auch durch die Professionalisierung und die Art der Kampagnen. Also beispielsweise auf TikTok im Vorfeld der Bundestagswahl gab es einen Account, der auf den ersten, zweiten oder eigentlich auch dritten Blick aussah wie ein offizieller Account des Deutschen Bundestags. Da waren nur Bundestagsreden drauf und die haben nun mal ja wirklich stattgefunden. Also wie gesagt, auf den ersten Blick sah das alles okay aus. Ich habe mir diesen Account genommen und alle 74 Videos mir qualitativ angeguckt und habe dann herausgefunden, dass in fast 90% aller Videos so ein AfD-Narrativ aufgegriffen wird. Das heißt, nur wenn man diesen Account wirklich konsumiert mit einem kritischen Blick und da reingeht, merkt man, dass das irgendwie schief und krumm ist, weil es halt auch super geschickt gemacht ist. Otto Normalnutzerinnen und Nutzer gucken sich das an und denken so, ja, voll cool, hier der Bundestag. Und außerdem, was er oder sie gesagt hat, stimmt ja auch. Also da wird mit echt sehr fein ziseliertem Werkzeug gearbeitet und deswegen ist es für viele normale Nutzerinnen und Nutzer auch einfach nicht erkennbar. Mein persönlicher Eindruck ist, dass gerade in Deutschland, das könnt ihr jetzt gleich entweder bestätigen oder vielleicht auch widerlegen, dass gerade in Deutschland Verschwörungsideologien auch oft einfach in so eine esoterische Ecke irgendwie gestellt werden oder zumindest damit irgendwie assoziiert werden. Ist das so ein deutsches Problem? Ist das in anderen Ländern anders? Was denkt ihr? Geil. Ihr guckt dann alle so rüber. Ich guck mal runter. Ich glaube, was ich daran interessant finde, also ich kann das jetzt nicht für alle europäischen oder darüber hinaus Länder beurteilen, aber ich glaube, was interessant ist, ist, wenn man sich nochmal anguckt, wer sind denn Akteurinnen und Akteure dahinter, die diese Kampagnen auch starten? Und wenn man sich das jetzt international anguckt, kann man auch im gegenwärtigen Ukraine-Krieg ganz klar sehen, dass sich einige dieser Desinfo-Kampagnen auf russische Akteurinnen und Akteure zurückführen lassen. Und da ist ein klares Ziel von Desinformation, ja genau diese Unsicherheit zu säen, diese Destabilisierung, dass in der öffentlichen Meinung dann Meinung vorherrschen wie, ja wieso, könnte ja aber sein, dass es so oder so oder so ist. Und diesen Aspekt finde ich, der ist, glaube ich, wichtig, dass das Ganze jetzt nicht nur in der deutschen Öffentlichkeit stattfindet, sondern in größere Zusammenhänge eingeräumt werden sollte. Ich habe nachgedacht. Mir ist was, also ich glaube, zu dem, was du gesagt hattest, ob das in Deutschland in so eine esoterische Ecke auch immer gedrückt, ich glaube, das hängt so ein Stück weit auch damit zusammen, wie wir überhaupt über solche Themen sprechen. Also wie Miro schon gesagt hat, dass in Deutschland dann so, wenn lange so war, wenn es um Verschwörungstheorien geht, dass man gesagt hat, ach ja, das ist ja irgendeine verrückte Geschichte und dann ordnet man das vielleicht auch irgendwie Menschen zu, die man als etwas anders als die normalen irgendwie Normalbevölkerung irgendwie wahrnimmt und dann versucht, dass die Verschwörungstheorien oder die Dinge, die eben auch in unserer Gesellschaft irgendwie verankert sind, auch irgendwie zu externalisieren und zu sagen, so, das gehört zu einer Randgruppe in unserer Gesellschaft, so. Und ich glaube, das passiert ganz stark in der deutschsprachigen Gesellschaft, aber ich weiß nicht, wie es international sein könnte. Also ich glaube, so diese anthroposophische Ecke, die wir ja im Süden von Deutschland haben, ist ja schon auch ein bisschen was Besonderes. Wir haben ja auch gesehen, die Demos gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie waren dort ja besonders stark.
Und ich glaube, da gab es auch lange keine wirkliche kritische Begutachtung. Was sind eigentlich die Werte, die dort propagiert werden? Und wo sieht man da, wie leicht es ist, dort antisemitische Erzählungen darauf aufzubauen? Und so diese klare Trennung zwischen natürlich und schlecht. Das ist schon sehr prototypisch für Verschwörungserzählungen. Ist das nicht vielleicht auch ein Grund, warum gerade diese Gruppe so lange unterschätzt wurde? Eben weil man die halt in diese Ecke gestellt hat mit, ich glaube, du hast auch gerade Hippies gesagt, ne, so naturverbunden und so weiter. Also so, kommt das daher? Also man hat zumindest an den Demonstrationen am Anfang sehr stark gesehen, dass die Polizei dort nicht wirklich eingegriffen hat, obwohl es ja da ganz klare Gesetzesverstöße gab. Und da war es auch irgendwie so, die wurden so als bürgerlich wahrgenommen. Und wie oft ich noch irgendwie die Frage hören muss, warum plötzlich denn so normale Menschen sich radikalisieren. Ich glaube, da haben wir einfach irgendwie eine falsche Vorstellung, was denn normal ist. Und ich glaube, da fehlt einfach so ein kritischer Blick, dass menschenfeindliche Einstellungen nicht Springerstiefel haben, sondern da bräuchte man vielleicht ein bisschen einen genaueren Blick, was bedeutet eigentlich Antisemitismus. Ja, wo man eigentlich auch nach den ganzen Mitte-Studien sollte das eigentlich auch jetzt mittlerweile bekannt sein. Aber du wolltest gerade was sagen, Nava? Ich wollte gerade sagen, und wie man Bedrohung wahrnimmt, also was man überhaupt wahrnimmt als vermeintliche Gefahr und was nicht, das hängt ja auch irgendwie so, hängt da auch ganz viel mit zusammen, dass genau diese Demonstrationen als harmlos wahrgenommen worden sind, weil eben, ja, warum eben? Eigentlich sollte man darüber dann eben auch nochmal nachdenken, wenn man gesagt hat, ja, es kann ja nur harmlos sein, weil es sind Menschen, die sich irgendwie für die Natur einsetzen oder wie auch immer. Und das halte ich halt auch für gefährlich. Jetzt gibt es diese vielen Desinformationen, Falschinfos auf sämtlichen Kanälen, zum Teil mit antisemitischen Inhalten, mit rechtsextremen Inhalten auf allen möglichen Plattformen. Und jetzt ist eben eine Antwort oder vielleicht auch ein Werkzeug, um damit umzugehen, eben Deplatforming. Also zu sagen, man schließt ganz bestimmte Accounts aus und nimmt sie runter von den jeweiligen Plattformen. Habt ihr erstmal nur ganz kurz eine generelle Meinung dazu, inwiefern ihr das sinnvoll findet oder eine sinnvolle Maßnahme, um eben zum Beispiel Desinformation einzudämmen? Diesmal denke ich auch erst nach. Die Plattform ist auf jeden Fall ein sehr nützliches Tool, was wir haben, um diesem Problem zu begegnen. Es darf auf jeden Fall nicht das Ende sein. Ich sehe die Plattforming eher so, es ist so etwas wie Erste Hilfe. Es ist eine Maßnahme, die man ergreifen muss, damit das Problem nicht schlimmer wird, aber es ist keine Lösung, sondern man braucht danach noch eine richtige Behandlung. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Ansatz, dass man dort nicht stehen bleibt, sondern dass man nicht irgendwie probiert, technische Lösungen für gesellschaftliche Probleme zu finden, weil nur weil man Hass im Internet löscht, löscht man ja nicht in den Köpfen der Menschen. Aber das Internet ist einfach ein sehr mächtiges Tool. Wir sind alle, glaube ich, sehr froh, es zu benutzen. Und wenn man diesen menschenfeindlichen Personen dieses Tool entzieht, hindert sie es an ihrer Arbeit. Und das sieht man auch daran, wenn sie deplatformt werden, wie groß das Geschrei ist, dass sie wieder auf die großen Plattformen zurück wollen. Und auch wie einfach Menschen so in der Versenkung verschwinden. Also Martin Sellner, als er seinen YouTube-Kanal hatte, hat er dort pro Video 120.000 bis 200.000 Views gehabt. Auf den Alternativplattformen ist er jetzt froh, wenn er irgendwie 5.000 Views hat. Also man sieht schon deutlich, wie das eingeschränkt werden kann. Und ich sehe auch, dass wir immer noch nicht so weit sind zu verstehen, also das, was heißt zu verstehen, oder dass wir, wenn wir darüber reden, auch darüber sprechen, dass das Internet ein Teil unserer Lebenswelt geworden ist und dass es nicht etwas ist, wo man, dass man einfach abschalten kann oder raus kann, sondern das ist einfach genauso ein Teil unserer Kommunikation miteinander und unser Leben, wie irgendwie, wenn ich morgens zum Bäcker gehe. Und ich glaube, es braucht auch ein ganz starkes Umdenken darin, dass es nicht, als wenn man eben betroffen ist von Hass im Netz, dass eben nicht solche Dinge passieren, dass man dann auf, wenn man dann Anzeige erstattet, dann hört, ja, dann loggen sie sich halt aus. So. Und wenn wir müssen von diesem Denken weg, dann kann eben auch Deplatforming eine Möglichkeit sein, und dazu noch unterstützen zu bringen. Also ich gehe da voll mit dir, dass wir sagen so, ja, es braucht mehr, es ist ein Tool, aber wir müssen das große Ganze auch anders wahrnehmen und anders verstehen.
Ja, voll. Ich mochte auch super gerne die Formulierung mit der technischen Lösung. Also eine technische Lösung ist vielleicht ein erster Zwischenschritt, aber nicht mehr. Die Plattforming ist aber auch immer ein Teil von eigentlich einem strukturierten Prozess. Also es gibt einen Verstoß gegen Community Guidelines, die gibt es dann häufiger und irgendwann ist das quasi die Ultima Ratio. Was ja ebenso spannend ist oder vielleicht ein bisschen weiter vorne ansetzt, ist, dass beispielsweise TikTok die ganze Zeit ihre Community Guidelines hochhalten und sagen, ja, aber wir haben ja die tollen Community Guidelines, man darf das ja alles nicht machen, aber diese Community Guidelines sind eben auch überhaupt gar nicht durchsetzt. Also das heißt, die Plattform ist ja schön und gut, aber dann wird das an einer Handvoll Beispielen gemacht. Aber das, was eigentlich mehrere Schritte vorher stattfinden würde, wird halt PR-mäßig nach außen geboostet und gesagt, machen wir alles, aber es findet halt überhaupt nicht statt. Im Gegenteil finden dann eher wieder auch Zensur, Shadowbanning und letztlich auch eine abgewandelte Form des Deplatformings bei eben nicht diesen großen Akteuren mit riesiger Reichweite, sondern auch bei Aktivistinnen und Aktivisten aus einem ganz anderen Spektrum statt, was natürlich auch ein riesiges Problem ist. Bei Ressourcenproblemen sind wir wieder genau bei dieser technischen Lösung. Das hat man jetzt auch im Ukraine-Krieg gesehen. TikTok hat irgendwie Zehntausende von Content-Moderatorinnen und Moderatoren, aber die stehen einer solchen Flut von Inhalten gegenüber, dass die überhaupt nicht überprüft werden können manuell. Und das bringt in vielen Beispielen, wie dem von mir skizzierten Beispiel mit dem Deutschen Bundestag, eben auch nichts, wenn ich als Content-überprüfende Person ein Dashboard habe, ein Video für wenige Sekunden sehe und dann einen Knopf drücke, ja oder nein. Sondern da sind nochmal die Strategien inzwischen viel, viel weiter. Es wurden aber dann jetzt, um beim Beispiel Ukraine zu bleiben, auch unglaublich viele Content-Moderatorinnen gesucht, die eben die Sprachkenntnisse haben. Aber nochmal, es ist so ein bisschen wie so ein, das Bild ist ausgetreten, aber ein bisschen so ein Kampf wie gegen Windmühlen. Denn nochmal, die Menge von Content ist einfach sonderlich groß. Du hast vorhin aber auch noch einen guten Punkt angesprochen, auf den ich noch eingehen will, ist, dass, was wir nicht so ganz vergessen dürfen in diesem Kampf darum, dass wir die großen Plattformen zur Verantwortung bringen, dass sie gegen diese Inhalte vorgehen, dass es natürlich sehr große Konzerne sind, sehr wenige Konzerne, die sehr viel Macht über unser digitales Leben haben. Und da stimme ich dir auch zu, das ist unser echtes Leben, nicht die Trennung zwischen digitalen und echten Leben. Und ich glaube hier, wenn man fordert, dass diese Plattform mehr dagegen vorgeht, muss man auch immer aufpassen, dass man auch dazu fordert, dass denn diese Schritte auch transparent gestaltet werden. Also dass es eben nicht willkürlich bestimmte Inhalte gelöscht wird und dass man hier dem hineinspielt, dass tatsächlich die Meinungsfreiheit reduziert wird. Wie ist euer Gefühl? Passiert das tatsächlich? Also ist das transparent auf den jeweiligen Plattformen? Also wenn zum Beispiel einzelne Accounts ausgeschlossen werden? Also ich sage nein. Also wir haben ja in Deutschland noch, zum einen gibt es natürlich die Guidelines, die Community Guidelines, die jeder Dienst ja für sich macht. Und dann eben am Ende noch sagen kann, okay, wir haben Leute, die das monitoren, wir haben Leute, die dann gewisse Dinge sperren und nicht sperren und so. Auf der anderen Seite ist aber auch dieser technische Aspekt dahinter, dass wenn zum Beispiel ein Account besonders oft gemeldet wird, dann einfach auch quasi das System reinläuft und sagt, okay, gut, das wird jetzt erstmal gesperrt oder geshadowbanned oder wie auch immer. Und wenn das möglich ist, dann denke ich mir, okay, gut, dann muss es noch andere technische Möglichkeiten geben. Also wenn das erkennt, dass jemand oft gemeldet wird. Dann haben wir dann auf der anderen Seite haben wir diese Guidelines, an denen wir irgendwie große Plattformen sagen, okay, ihr müsst es jetzt löschen. Dann haben wir das NetzDG, wo sie jetzt natürlich auch reagieren müssen, aber das ist dann auch nochmal ein anderes Thema. Und dann gibt es ja auch noch den Jugendmedienschutzstaatsvertrag, in dem es auch gewisse Punkte sind, wo man quasi ein Gesetz aus etwas anderem holen kann, um zu sagen, okay, das verstößt jetzt gegen den Jugendmedienschutzstaatsvertrag und deswegen können wir das melden. Und also das sind so viele Bausteine, die gleichzeitig ablaufen, wenn es irgendwie so um Hass im Netz und irgendwie so dass diese Profile geht. Deswegen ist es schwierig und ich glaube, dass das noch undurchsichtiger macht. Also es ist sowieso schon nicht so durchsichtig genug, aber das macht es noch undurchsichtiger und ich habe eher das Gefühl, dass diese Momente, die dann irgendwie gehighlightet werden, wir haben jetzt so und so viele gesperrt oder wir haben so und so viele gemeldet oder so, dass es letztendlich natürlich auch ein Stück weit dafür da ist, um die eigenen UserInnen, die die Plattform nutzen, auch zu sagen, hey, wir machen was. Aber so wirklich nachhaltig ist es nicht, oder?
Ich würde das auch unterschreiben. Es ist komplett intransparent. Und nochmal, am Beispiel TikTok gibt es halt in jedem Quartal so einen Bericht. Und da steht dann drin, was sie alles Großartiges getan haben. Das sind dann immer imposante Zahlen, weil bei TikTok sind alle Zahlen immer imposant, weil sie einfach immer riesengroß sind. Aber dahinter versteckt kann man natürlich das, was im Alltagsgeschäft passiert. Und das muss dann von Journalistinnen und Journalisten aufgedeckt werden, dass dieser Begriff wieder zensiert wurde oder dass hier jenes passiert ist. Das heißt, das ist intransparent. Und deswegen ist es natürlich total wichtig, dass es von außen, Forscherinnen und Forschern, Journalistinnen und Journalisten, NGOs, kontrolliert wird. Und idealerweise würden die Plattformen dann auch noch einfach diese Kontrolle zulassen und mit ins Boot holen. Aber das passiert im Moment, zumindest bei TikTok auf jeden Fall, noch überhaupt nicht. Also als Lösung des Ganzen ist ja ein bisschen gerade im Europäischen Parlament der Digital Service Act, das DSA wird verhandelt. Da stehen mehrere Regelungen zu derzeit drin, ist ja noch nicht alles so ganz durch. Und dann wird es auch spannend, wie das Ganze umgesetzt wird. Aber das ist zumindest etwas, was man weiter beobachten kann und zu schauen, ob es da vielleicht eine Besserung gibt. Das ist jetzt auch nicht der erste Versuch, irgendwie etwas zu regulieren oder überhaupt auch mal auf dieser Ebene für die Plattform auch bestimmte Pflichten einzuführen. Aber selbst wenn ich jetzt an das Netz-DG irgendwie denke, bei Plattformen wie zum Beispiel Telegram ist das jetzt nicht unbedingt so einfach durchzusetzen. Also ich kann ja mal ein bisschen erzählen von früher, von den Telegram-Zeiten, wo Telegram noch sehr stark von Islamistinnen genutzt worden ist. Da haben wir sehr lange versucht, also wir haben mehrere Kanäle, ich habe irgendwann um die 400 islamistische oder dem Islamismus nahestehende Kanäle beobachtet und Telegram hat nichts, also hat auf gar nichts reagiert. Also wir haben diese ganzen Regelwerke, die es da gibt und auch die eigenen Guidelines und so weiter gehabt und irgendwann hat Telegram dann selber einen Kanal gemacht, auf dem er dann täglich gepostet hat, wie viele Kanäle er gelöscht hat, wie viele Kanäle Telegram gelöscht hat. Und so ungefähr ist das halt früher schon, also so die, es gab gar keine Reaktion, aber mit einem großen, großen öffentlichen Druck, wo dann entstanden ist und klar wurde, okay, über Telegram sind ganz viele Menschen, haben sich dadurch radikalisiert oder sind dann auch ausgereist oder wie auch immer, dann hat man dann als Antwort einen Kanal gehabt, in dem irgendwie ein paar Kanäle gelöscht worden sind. Also ich sage mal so, wer dem entgehen will, es ist gerade so ein bisschen so schwierig, wie viel Druck muss man aufbauen, damit letztendlich wirklich jemand reagiert und von wem muss dieser Druck kommen, ist eher die Frage. Reicht es von uns drei, die hier sitzen und das irgendwie jedes Mal sagen oder braucht es noch viel mehr? Das erinnert mich so ein bisschen an das, was jetzt Markus gerade erzählt hat mit dieser PR-Offensive von TikTok und den imposanten Zahlen. Also so vielleicht das in etwas kleinerer Version hat dann wahrscheinlich Telegram mit diesen Kanälen dann auch gemacht. Normalerweise ist es auch so, dass Telegram als so Messenger-Dienst nicht unbedingt mit Sicherheitsbehörden zusammenarbeitet und keine Daten rausgibt. Aber jetzt vor ein paar Tagen kam die Nachricht, dass sie erstmals an das BKA Daten übermittelt haben von Menschen, die eben des Kindesmissbrauchs und Terrorismus verdächtigt wurden. Gibt es da langsam so ein Umdenken? Das sehen wir auf Telegram auf jeden Fall. Also es gab früher noch die große, wir machen gar nichts, arbeiten mit niemandem zusammen, löschen nichts. Auch im Islamismus wurde erst gar nichts gelöscht. Dann ging schon etwas mehr dagegen vorgegangen. Rechtsterrorismus konnte dort aber immer noch sehr frei stattfinden. Auch jetzt gehen sie so ein bisschen gegen Rechtsterrorismus vor, wenn man sich jetzt irgendwie wie eine Terrorgruppe nennt und ein bisschen größer wird, wird man auch irgendwann gelöscht. Es geht natürlich auch einfach zu umgehen. Aber auch so von Reaktionen auf Staaten sehen wir mittlerweile, dass da schon eine Änderung stattfindet. Also es gab ja den Call vom Innenministerium mit dem BKA, wo auch der Gründer selbst, von Telegram, mit dem Innenministerium, wo auch der Telegram-Gründer selbst dort war. Es gibt jetzt so Löschersuche des BKAs und auch in anderen Ländern gibt es da durchaus Schritte. Der oberste Gerichtshof von Brasilien hat zum Beispiel den Zugang zu Telegram verboten. Kurze Zeit später hat Telegram eingestanden, dass sie jetzt ganz viel ändern werden, dass sie die 100 größten Kanäle beobachten, dass sie zu Missinformationen arbeiten und mehr Dinge löschen. Also bei Telegram gibt es da durchaus Bewegungen, die man mit genügend politischem Druck auch erreichen kann.
Also ich meine, gerade in Brasilien, wo ja Desinformation auch wirklich zumindest die letzte Wahl auch mitbestimmt hat, ist das ja eigentlich auch ein ziemlich großer Schritt. Wäre sowas eigentlich auch für Deutschland denkbar, dass man sagt, man verbietet zum Beispiel Telegram in Deutschland? Ich wäre ja kein so großer Freund von Telegram. Ist auch eine Plattform, die sehr viel für andere Zwecke genutzt wird. Wir haben es jetzt gesehen zu Beginn der Krise um den Ukraine-Konflikt, dass auch sehr viele Helfer und HelferInnen sich darüber recht schnell organisiert haben. Also ich glaube, es ist eine Plattform, die von vielen genutzt wird. So das Verbot würde ich als letzten Schritt sehen. Ich glaube, wir haben erstmal noch andere Optionen. Das ist ja eben das Problem, dieser Dual Use. Also auf der einen Seite gibt es ja Rechtsextremisten und Rechtsextremisten, auf der anderen Seite eben genau wie beschrieben in der Ukraine, es ist eins der zentralen Medien zur Kommunikation. Und das ist eben die Problematik und eine Lösung wie wir schalten das jetzt mal ab, schadet dann natürlich beiden Seiten und verlagert das Ganze dann auf die nächste Plattform. Da sind wir immer wieder in diesem Zirkel. Sind es technische Lösungen oder müssen wir dann nicht viel mehr bei so einer Literacy ansetzen für die gesamten Thematiken hier, egal ob das jetzt politische Bildung ist oder ob das auch Desinfo-Bildung ist. Da müsste man natürlich massiv rein investieren. Aber wenn man es immer noch mit Lehrerinnen und Lehrern zu tun hat, ich habe in letzter Zeit ein bisschen damit mit diesem Milieu zu tun gehabt, die dann sagen, nö, interessiert mich nicht, brauche ich nicht, dann ist das natürlich auch schwierig. Ich werde jetzt auf jeden Fall nicht das Thema, brauchen wir ein Fach Medienkompetenz an den Schulen, weil das Thema mache ich jetzt nicht auf, weil ich das Gefühl habe, dass sobald es ein gesellschaftliches Problem gibt, wird nach einem Fach gerufen und die Schule soll das doch mal bitte lösen. Deswegen wieder kurz zurück zur Politik. Gerade auf der Ebene von Regularien habe ich eher das Gefühl, dass das zum Teil manchmal so ins Leere läuft. Also Netzwerkdurchsetzungsgesetz hast du schon angesprochen, Nava, wenn ich mir jetzt angucke, was zum Teil auf Twitter immer noch ungelöscht quasi steht, ist das ein Problem, was vor allem die Plattform Twitter hat, dass dort immer noch so viel Hass und Desinformation im Umlauf ist? Nee, ich glaube, das finden wir schon auch überall. Wir können prinzipiell sagen, dass Twitter eine sehr kleine Plattform ist, gerade in Deutschland. Das heißt, es wird auch sehr wenig Geld für Content-Moderation ausgegeben. Das heißt, das gilt für Facebook zum Beispiel eher weniger. Schaffen die das besser hinzukriegen? Die geben natürlich mehr Geld aus und dadurch passiert auch mehr, aber es findet weiterhin natürlich auf allen Plattformen statt. Aber ich glaube, ein guter Punkt ist da vielleicht, dass immer sehr viel auf so neue Gesetze, neue Befugnisse für Sicherheitsbehörden gepocht wird, wo das Problem doch oft eher die Umsetzung des Ganzen ist. Also tatsächlich haben wir schon sehr viele gute Gesetze und Holocaustleugnung, da braucht man nicht mehr, das ist klar. Was wir aber sehr viel erleben, ist, dass die Polizei tatsächlich entweder schlecht ausgerüstet ist, nicht kompetent genug oder auch schließlich einfach unwillig, diesen Dingen nachzugehen, wo wieder bei dem Konflikt das echte Leben versus das Internet sind. Und wir haben sie jetzt nochmal, Böhmermann hat das jetzt nochmal sehr deutlich gezeigt, wie das ausschaut, wenn man so Dinge anzeigen will, wie hoch die Erfolgschancen da sind. Ja, Facebook hat ja auch unter anderem angekündigt oder macht es, meine ich sogar schon, zum Teil auch per Algorithmus automatisch Sachen zu löschen. Also da sind es auch nicht mehr irgendwie Menschen dahinter sitzen und dann entscheiden, sondern das ist alles quasi auf einem Algorithmus basiert. Ist das eigentlich sinnvoll oder effektiv? Ich meine, es wird ja im Moment flächendeckend noch eingesetzt, wenn man primäre Geschlechtsteile auf Instagram postet. Wenn ich da ganz kurz erzählen darf, dass ich mal so eine Augmented, wenn ich mal ganz kurz da was erzählen darf. Ich habe eine Augmented Reality App mir installiert, so eine medizinische, da kann man so ein Skelett in den Raum stellen und dann so drumherum laufen. Das habe ich bei TikTok hochgeladen und das war innerhalb von wenigen Augenblicken das meistgesehene Video jemals, das ich hochgeladen habe, bis es dann gesperrt wurde, weil ich übersehen hatte, dass dieses menschliche Skelett auch einen Penis hat. Das heißt, da gibt es ja bereits algorithmische Lösungen, die funktionieren und die man dann sicherlich nicht allein da durchlaufen lassen sollte, sondern immer unterstützt von menschlichen Moderatorinnen und Moderatoren. Aber das kann natürlich bei dieser schieren Masse schon sinnvoll eingesetzt werden. Und es wäre jetzt, und das wäre der Vorwurf an TikTok im Rahmen des Ukraine-Konflikts, wo es sehr viele kriegerische Handlungen auf der App gibt, natürlich kann man auch
Kampfhandlung algorithmisch mit einer Bilderkennung eigentlich erkennen und einem menschlichen Moderator oder Moderatorin vorlegen. Aber dieses Problem gab es ja damals auch schon zum Krieg in Syrien, gab es das auch. Da gab es auch ganz viele Bilder, Kriegsbilder, die gepostet worden sind auf Instagram, auf Facebook, aber besonders viel auf Instagram, und es wurde kaum gelöscht, weil Instagram auch so ein Stück weit war, in der Position war zu sagen, wir können nicht alle Kriegsbilder löschen, weil wir sind der einzige Tunnel raus aus diesem Kriegsgebiet quasi. Und da ist es, ich glaube, auch da braucht es einfach beide. Und diese Dinge wiederholen sich gerade wieder. Und ich finde das etwas ein bisschen frustrierend zu sehen, dass diese Dinge sich vor, einfach permanent wiederholen und einfach nur auf andere Dienste irgendwie weggehen und immer nur eine minimale Verbesserung ist. Ja, ich glaube, dafür braucht es mehr. Also algorithmische Lösungen gehen auf jeden Fall in bestimmten Fällen. Also wir haben das gesehen, dass nach dem Christchurch-Terroranschlag, wo das Video so stark auf den großen Plattformen verbreitet wurde, dass GIFTC, das Global Internet Forum to Counter Terrorism, das ist eine Organisation, die von den großen Social-Media-Plattformen erst gefördert wurde und jetzt eigenständig ist, angefangen hat, Hashings von diesem Material zu erstellen. Das heißt, es wird von einem Video ein digitaler Fingerabdruck genommen. Und sie arbeiten dann zusammen. Das heißt, wenn irgendwo anders dieses Video auch hochgeladen wird und relativ ähnlich ist, kann es gleich gesperrt werden. Also bei sowas sind die algorithmischen Möglichkeiten, also über Technik, glaube ich, schon gegeben. Bei anderen Problemen wie Hate Speech, finde ich, wird das, glaube ich, noch ziemlich lange dauern, weil Sprache sehr komplex ist und weil bei den Phänomenen, die wir beobachten, es ja auch wie im Internet üblich ist, ist der Wandel sehr inhärent. Das heißt, es geht sehr viel um Codes, es geht sehr viel um wandelnde Themen und daraus zu erkennen, war das jetzt spaßhaft gemeint, war das Ironie, sind das jetzt zwei Freunde, die miteinander scherzen oder ist das rechtsextreme Agitation, wird, glaube ich, noch sehr lange dauern. Ja, und vielleicht auch überhaupt mal zu entscheiden, ab wann ist etwas Hate Speech oder nicht. Also genauso wie man auch beim Deplatforming entscheidet, ab wann wird eine Person ausgeschlossen von einer Plattform und was braucht es dazu? Am Ende hängt doch diese Entscheidung an großen Konzernen, oder? Ja, das ist auf jeden Fall ein Problem, vor dem wir stehen, dass wir sehr viel Zeit in der digitalen Welt verbringen. Gerade über die letzten Jahre haben wir das ja sehr deutlich gesehen. Und dass die Entscheidung darüber, wie unsere gemeinschaftlichen Orte, in denen wir uns versammeln, von sehr wenigen undemokratischen Organisationen gestellt werden. Ich glaube, spannend ist da vielleicht irgendwie in die Vergangenheit zu schauen, dass früher Marktplätze in Städten in privater Hand waren, Städte irgendwann mal erkannt haben, dass es so ein wichtiges Gut ist, weil sich die Gemeinschaften dort sammeln, dass das nicht mehr in privater Hand war, sondern von dem Staat übernommen wurde. Und jetzt ist quasi der digitale Marktplatz in Hand von weniger Konzernen. Ich glaube hier, das finde ich die viel spannendere Diskussion darüber, die Privatisierung von öffentlichem Leben, anstatt jetzt immer, wenn ein Beitrag gelöscht wird, gleich Meinungsfreiheit zu schreien. Aber kann man eigentlich diesem, ich sage jetzt mal, Machtmonopol irgendwie etwas entgegensetzen? Also gerade wenn es darum geht, einzelne Beiträge zu löschen oder eben Personen auszuschließen? Die agieren ja nicht losgelöst. Also es gibt ja einen gesetzlichen Rahmen drumherum. Und das ist ja auch so eine riesige Diskussion gerade. Am Ende des Tages gelten dann ja immer noch nationale Gesetze, was natürlich dann umgangen wird, indem man die Standorte woanders hinstellt etc. Oder gleich so verschleiert, dass man überhaupt Wochen braucht, bis man überhaupt den Gründer von Telegram irgendwie kontaktiert bekommt. Sorry, ich habe den Faden verloren, weil ich wollte eigentlich auf das, was Miro gesagt hat, noch irgendwas ergänzen. Aber es fällt mir gleich wieder ein. Sorry. Ich kann auch sonst noch mal mit einem anderen Punkt weitermachen, den ich auch wichtig finde, weil diese ganze Deplatforming-Diskussion, die wurde sehr, sehr stark nach dem Sturm auf das Kapitol geführt, also nachdem Donald Trump sozusagen von Twitter verbannt wurde, was ja jetzt eventuell, also zumindest in den letzten Wochen, wieder zur Disposition stand durch Elon Musk. War das die richtige Entscheidung, ihn auszuschließen von Twitter? Ich finde auf jeden Fall ja. Er hat klar gegen die Guidelines der Plattform verstoßen
Und diese bisschen Ausrede, die sie sich gebastelt haben, von Newsworthiness, also wenn etwas Nachrichtenwert hat, Personen auf der Plattform agitieren zu lassen und gegen diese Regeln zu verstoßen, finde ich, macht nicht so Sinn. Gerade als Plattform sollte man ja irgendwie die Rechte eher von kleinen Accounts schützen und nicht von gerade mächtigen Personen diesen Menschen noch mehr Macht zu geben. Und ich finde, es kommt dabei gerade auch um die kleineren Accounts an, die sehr, sehr viel gelesen haben, gerade wenn es um Donald Trump ging. Und das hat man gerade beim Sturm auf den Kapitol gesehen, wie viel da passiert ist und wie viele Leute mitgelesen haben. Und es ist ja vorher noch, ich glaube, bevor er rausgeschmissen worden ist auf Twitter, war ja dann jedes Mal diese Warnung unter seinen Tweets. Aber das macht es, glaube ich, das macht es für manche vielleicht sogar noch spannender, das sich anzuschauen. Und ich glaube, bei ihm, ich fand es auch richtig und ich glaube, dass es gerade nicht um dieses große Profil geht, sondern eher darum geht, wie viele kleine Profile auch mitlesen und mitsehen, ohne irgendwie sich daran zu beteiligen, bei denen das auch eine Auswirkung hat, bei den Menschen, die das auch lesen, auch alles eine Auswirkung hat und dann nicht immer in der Diskussion verwickelt sein muss oder die Sachen posten und reposten muss, um diese Narrative, die da erzählt werden, aufzunehmen und irgendwie unterbewusst oder auch bewusst oder wie auch immer zu übernehmen. Das ist ja ein interessantes Phänomen, dass es quasi das Deplatforming von Trump gebraucht hat, damit auch diese Hyperpräsenz in ganz traditionellen Medien dadurch auch weniger wurde. Das ist ja auch ein Phänomen, wo sich sehr viele Medienschaffende vielleicht mal an die eigene Nase fassen sollten, inwiefern man einfach Narrative, die omnipräsent sind, dann quasi ungefiltert aufgreift und um damit Klicks zu machen, um in dieser Währungsökonomie irgendwie mitbestehen zu können. Natürlich finde ich es auch super, dass Trump gesperrt wurde, aber viel wichtiger, ob ich das persönlich oder ob wir das persönlich gut oder schlecht finden, ist natürlich, dass es hier auch einen geordneten Prozess gab. Verstoß gegen Community-Richtlinien, nachvollziehbar, anfechtbar, und das ist natürlich super wichtig, dass nicht irgendein Twitter-Gründer, wer auch immer das in Zukunft sein mag, auf den Knopf drückt und entscheidet, ich finde Trump eigentlich ganz gut, der darf jetzt mal wieder, oder ich finde den und den doof, der darf jetzt nicht. Was Plattformen ja auch machen und was ich irgendwie jetzt auch nochmal im Zuge des Ukraine-Kriegs spannend fand, ist, es gibt neben die Plattformen ja auch noch eine ganze andere Reihe von Maßnahmen. Viele Plattformen haben ja dieses State-Sponsored Media, das eingeblendet wird. Bei TikTok wurde das lange Zeit nicht gemacht und jetzt wird es aber wie bei den anderen Plattformen auch genutzt. Und ich glaube schon, dass so etwas auch durchaus sinnvoll sein kann. Also die Plattforming ist die Extremvariante, aber es gibt einen ganzen Werkzeugkasten von Möglichkeiten. Auf der anderen Seite, also ja, es war ein geordneter Prozess, aber das war ja jetzt nicht erst irgendwie mit dem Sturm aufs Kapitol oder meinetwegen die Tage davor, dass Trump Sachen getwittert hat, die definitiv gegen diese Community Guidelines irgendwie verstoßen haben. Und auch mit dem Hinweis, dass auch Medienschaffende sich an die eigene Nase fassen sollten, kann es nicht auch sein, dass es der Plattform auch sehr gut getan hat, jemanden wie Trump zu haben, einfach weil, klar, jede Plattform möchte die UserInnen so lange wie möglich auf der jeweiligen Plattform irgendwie halten und am besten so viel Traffic wie möglich irgendwie erzeugen, und durch so jemanden wie Trump ist das ja eigentlich garantiert, oder? Absolut. Und das ist ja, also das dürfen wir dabei, wir dürfen bei allem das nicht vergessen, dass Traffic ja auch letztendlich Geld bedeutet und auch irgendwie für die auch ein Profit, dass das damit zu tun hat. Wir sprechen auch oft über soziale Netzwerke, als wäre es ein öffentlicher Raum in dem Sinne, dass es niemand davon profitiert, was da gerade passiert. Aber Twitter hat ja, ich glaube, vor der Präsidentschaftswahl war das doch so, dass es noch im Gespräch war, ob Twitter nicht überhaupt komplett eingestampft wird. Und dann auf einmal hat Twitter ja nochmal einen richtigen Schub bekommen. Und ich glaube, dass es auch damit zu tun hat. Markus, zunächst. Ja klar, total der wichtige Punkt. Also in der Aufmerksamkeitsökonomie und dieser plattformkapitalistische Aspekt muss natürlich genannt werden. Natürlich ist es für eine Plattform gut, wenn mehr Leute die nutzen, sich mehr aufregen und darin mehr Zeit verbringen. Das ist auch der Grund, warum bei TikTok, wenn man in einer eher rechten Bubble ist, jedes so und so vierte Video, zumindest bei meinem persönlichen Versuch, dann so ein queer-feministisches linkes Video ist, was natürlich total einleuchtet, weil das
pusht mich ja voll auf. Ich werde ja super aggro und verbringe noch mehr Zeit, um zu gucken, ob von diesem Kram noch mehr kommt. Also das sind natürlich super geschickte Strategien, um mich länger auf der Plattform zu lassen. Wobei man, glaube ich, natürlich auch bedenken muss, dass als amerikanisches Unternehmen den amerikanischen Präsidenten, der etwas unklar in seinem Verhalten ist, zu sperren, auch ein gewisses Risiko hat. Ich meine, TikTok wollte er ja aus Amerika sperren. Ich glaube, das ist auch nicht die einfachste Entscheidung für ein Unternehmen zu treffen. Aber natürlich haben sie auch sehr von diesem ganzen Hype davon profitiert. Aber genauso natürlich auch die Medien. Das ist ja auch irgendwie immer ein sehr beliebtes Spiel, was zwischen sozialen Medien und den klassischen Medien passiert, dass man so ein bisschen gegenseitig auf sich einschlägt. Das ist bei der Verbreitung von terroristischen Videos so. Aber wir sehen auch ganz viel eher glorifizierende, zumindest für die Community der Rechtsterroristen, Beiträge, also dass Namen genannt werden, dass Videos der Anschläge gezeigt werden. Also da ist ja eine Verbreitung von beiden. Und bei Trump haben wir es ja auch gesehen. Es waren Tweets, aber die klassischen Medien sind dann aufgesprungen und haben das stark gesteigert. Also ich glaube, da muss man schon auf beide Seiten immer sehen. Ja gut, wobei natürlich auch so ein gewisser Zwang auch auf Seiten der sogenannten traditionellen Medien lag, weil ja zum Teil auch wirklich regierungspolitische relevante Inhalte über Twitter sozusagen publiziert wurden. Das ist ja auch, also das eine hängt, glaube ich, auch mit dem anderen zusammen. Ich will auch auf einen Punkt zurückkommen, den du erwähnt hast, Miro, und zwar als Martin Sellner sozusagen nicht mehr seinen YouTube-Kanal hatte, dass er damals auf YouTube, ich glaube, du hast gesagt, 120.000 Views pro Video hatte und danach auf anderen Plattformen nur noch 5.000. Das ist jetzt so ein Beispiel dafür, dass man es trotz Deplatforming nicht schafft, sozusagen seine AnhängerInnen mitzunehmen auf die nächste Plattform. Das ist jetzt aber nicht der Standard, oder? Doch, also durch die Pandemie haben wir sehr viele neue Nutzer gerade für Telegram gefunden. Das heißt, dort haben sich schon jetzt so mittelgroße Plattformen etablieren können. Vor der Pandemie hatte Martin Sellner und Oliver Jannich, waren die größten, ja so 44.000, 45.000. Jetzt beobachten wir gerade, ich glaube, um die 30 Kanäle, die über 100.000 Abonnenten dort haben. Also das Problem ist ziemlich gewachsen. Aber prinzipiell stellen wir schon fest, dass die Leute sehr schwer nur zu diesen alternativen Plattformen bewegen sind, weil Social Media auch einfach stark durch die Reibung funktioniert. Das heißt, diese ganzen Twitter-Alternativen sind oft sehr tote Orte, weil die Leute wollen auf Twitter sich mit Leuten streiten, die wollen Quote-Tweets machen, die wollen Leute anpöbeln. Und wenn man dann nur unter sich ist, ist das oft nicht so spannend. Und gerade Leute in so nur politische Angebote zu locken, ist auch oft eher frustrierend, weil die Leute wollen dann auf einer Plattform sein, wo sie irgendwie einen Sport-Content haben, dann haben sie irgendwie Freunde und irgendwie noch andere Themen, die sie interessieren. Und dann nur eine Plattform zu haben für ihren Polit-Content ist dann oft zu wenig. Also wir sehen größtenteils einfach einen sehr großen Einbruch der Zahlen, die damit in Kontakt kommen. Und gerade YouTube ist also die zentrale Plattform für Verschwörungsideologen und Rechtsextreme, viel die eigene Blase zu verlassen. Also auf Telegram ist man relativ unter sich und kann sich da irgendwie gegenseitig hochstacheln und über Dinge aufregen. Aber auch gerade so in diesen Anti-Corona-Maßnahmen, für die war YouTube einfach die zentrale Plattform, wo man dann wieder probiert hat, die Leute auf Telegram zu locken. Aber das ist die Plattform, wo Leute neu damit in Kontakt kommen. Extremistische AkteurInnen versuchen ja, Menschen dort abzuholen, wo sie sich sowieso schon bewegen. Und es soll ja gar nicht so sein, als wäre es irgendwie was anderes oder so. Also ich beschäftige mich jetzt damit und deswegen gehe ich jetzt irgendwie auf Telegram oder so, sondern es soll ja genauso sein, dass du durch die Bilder scrollst oder durch TikTok scrollst und so und gar nicht erst erkennen kannst, was gehört zu was, sondern es soll alles so sich in deine Lebenswelt, in deinen Alltag irgendwie so mit reinbringen und dann geht es ja, und dann sind die nächsten Stufen, die, dass du dann vielleicht dich irgendwie dann noch in den Telegram-Kanälen oder Gruppen irgendwie aktiv wirst oder wie man dann gesehen hat, dann bei den Querdenker-Demonstrationen, wo dann irgendwie Menschen dann auf einmal aktiv geworden sind und irgendwie sich organisiert haben und Dinge angemeldet haben und so weiter. Das sind die Schritte danach. Ich glaube, über den Schritt sprechen wir sehr, sehr wenig, zu sehen, wie viel von dem nehmen wir alle wahr, ohne dass wir unbewusst, also wie viel rechte Verschiebung von unserem Diskurs ist überhaupt, ist von unseren Diskussionen überhaupt ist da, ohne dass wir das wahrnehmen.
Aber könnte das nicht auch sein, dass gerade Menschen und vor allem, damit meine ich jetzt vor allem AnhängerInnen von bestimmten, weiß nicht, Stars der Verschwörungsideologien zum Beispiel, dass sie sich auch auf eine Art bestätigt fühlen durch zum Beispiel so Deplatforming und sich denken, okay, jetzt erst recht, jetzt wurde quasi alles bestätigt und jetzt folge ich den Leuten erst recht noch auf Plattform XY? Rechtsextreme sind immer die größten Opfer. Es ist ja die älteste Geschichte der Welt. Sie sind allmächtig, aber trotzdem werden sie immer unterdrückt. Ich glaube, da darf man sich nicht von solchen Narrationen treiben lassen. Also dann passiert irgendwas anderes und sie sind genauso das Opfer. Ich glaube, das ist, da darf man sich echt nicht auf diese Spiele einlassen. Google und Apple haben ja, als zum Beispiel jetzt Trump quasi ausgeschlossen wurde von Twitter, relativ kurz danach auch festgelegt, dann irgendwie Parler nicht mehr, also diese App nicht mehr in dem App Store zu haben sozusagen, damit Menschen sich nicht dort versammeln können. Natürlich ist das, sagt man erstmal ja, das ist ein wichtiger Schritt, damit sozusagen die Radikalisierung sich nicht auf einer anderen Plattform sozusagen sich dort verschiebt oder dort dann stattfindet. Aber auf der anderen Seite entscheiden dann auch wieder Konzerne darüber, welches anderes Netzwerk sozusagen jetzt gerade irgendwie erfolgreich ist oder in dem Fall sogar überhaupt zugänglich. Inwiefern ist das eigentlich auch so eine Demonstration von einer gewissen Marktmacht in dem Fall? Muss die denn noch bewiesen werden, diese Marktmacht? Also ich meine, das ist einfach die neue Ausgangslage, oder? Im 20. Jahrhundert gab es, was so einen Wissenstransfer angeht, Gatekeeper, nämlich Journalistinnen und Journalisten, weil bei denen kommen die Agenturen rein, die sortieren das aus. Seit der flächendeckenden Verbreitung des Internets sind sie keine Gatekeeper mehr, aber die neuen Gatekeeper sind jetzt privatwirtschaftlich organisierte Plattformbetreiber. Also ich weiß nicht, ob es da jetzt noch Beweise von Google oder Apple oder anderen braucht, um die Marktmacht zu demonstrieren. Das ist einfach unsere gerade gelebte Realität. Und ich glaube, es gibt auch keine Debatten mehr, die ja seit 20 Jahren immer so hochköchelten. Jetzt bald solle man doch das europäische Google bauen etc. All diese Varianten, auch Mastodon etc., das ist alles sehr schön. Aber das wird halt eben von Nutzerinnen und Nutzern, die jeden Tag an ihrem in China übrigens unter schrecklichen Bedingungen hergestellten Telefon, wird sich dagegen entschieden. Das klingt jetzt sehr abgeklärt. Nee, gar nicht. Aber man muss ja irgendwie gucken, was der Status quo ist und dann eben gucken, wo man da ansetzen kann. Und gerade dieses beschriebene Deplatforming zeigt ja, dass Akteure und Akteure eingegriffen haben irgendwann. Und mit Trump wurde jetzt sicherlich auch ein kompletter Präzedenzfall geschaffen, denn, Entschuldigung, der war immerhin der US-Präsident und den sperrt man dann von dieser Plattform. Das ist ja schon etwas, ich hätte gerne da gesessen, als die Juristinnen und Juristen und Leute, die das entschieden haben bei Twitter, als sie dann wirklich gesagt haben, ja, wir drücken jetzt halt mal auf den roten Knopf. Das heißt, das war riesengroß und jetzt müssen wir halt mal gucken, wie das weitergeht. Du hast gerade gesagt, du hast gerade den aktuellen Zustand, den Ist-Zustand beschrieben und dann gesagt, man muss überlegen, wo man da ansetzt. Wo könnte man dort ansetzen? Also vielleicht jetzt mal, wir haben jetzt viel über die politische Regulierung auch gesprochen, aber was wären noch alternative Ansätze? Naja, flächendeckende Aufklärung ist, glaube ich, einfach sehr sinnvoll. Also wenn ich auf dem Belltower-Newsblog der Antonio Amadeo Stiftung darüber lese, was es für rechtsextreme Frauenbilder auf TikTok gibt und wie diese verlängert werden, ich darauf überhaupt erstmal quasi reflektieren kann, weil ich habe einige dieser Videos auch quasi so durchgeswiped, aber es überhaupt nicht reflektiert, obwohl ich eigentlich dafür sensibilisiert bin, zeigt das ja, dass ganz viel durchrauscht und wir uns darüber oft gar nicht so sonderlich viel Gedanken machen. Das heißt, weg von rein technischen Lösungen, haben wir jetzt mehrfach besprochen, hin zu immer und immer und immer wieder darüber aufklären, darüber reden, so wie heute hier, und mit Leuten reden und diskutieren. Klingt jetzt auch ein bisschen abgeschmackt vielleicht oder desillusioniert, aber ich glaube, viel mehr Varianten bleiben uns dann am Ende des Tages gar nicht. Es klingt ein bisschen hoffnungsvoller, finde ich. Miro, danke. Hast du noch Ideen? Also man hat ja viele immer so konkrete Ideen. Ich glaube, auf so einer Metaebene wird es dann etwas kompliziert. Ich glaube, also die Leute, die ich beobachte, sehe ich eigentlich zwei große Probleme, die wir haben. Warum Leute in so Gemeinschaften kommen und dort auch hängen.
Zum einen ist das die Fragmentierung der Gesellschaft. Das heißt, es gibt nicht mehr so diese klassischen Gemeinschaften, Dorf, Kirche, Gewerkschaft, Großfamilie. Das heißt, die Leute sind sehr einsam und haben ein sehr großes Streben wieder nach einer Gemeinschaft. Und zum anderen ist es auch ein sehr stark, was man sieht, so ein fehlender Sinn im Leben. Sie sehen eigentlich nur irgendwie das Angebot, arbeiten. Viele fallen aus da raus oder sind damit nicht zufrieden, einfach nur zu arbeiten. Und leider ist es so, dass diese Menschen dann anscheinend das beste Angebot für sich eben in solchen Hass-Communities finden. Weil dort hat man auf einmal eine Ersatzfamilie, wie wir es mit diesen Corona-Leugnern sehr viel gesehen haben. Und man hat auch wieder plötzlich einen Sinn im Leben. Bei QAnon ist es dann so, man kämpft gegen Satanisten, die Kinder opfern. Man ist auf der guten Seite und es ist ja auch, es gibt einen epischen Kampf zwischen Gut und Böse auf der Welt. Bei Rechtsterroristen ist dann der Halle-Attentäter, hatte ein Langschwert in seinem Auto. Also er sah sich hier als großer Kreuzritter, der für die Befreiung kämpft. Und ich glaube, hier ist die Aufgabe auch für Politik und uns alle, wieder Möglichkeiten zu finden, dass wir gemeinsame Erzählungen finden, die irgendwie Sinn im Leben ergeben. Und dass es auch wieder schaffen, neue alternative Gemeinschaften anzubieten, in denen die Leute landen können, dass sie eben nicht von so sehr simplen, sehr einfachen Gemeinschaften verführt werden. Und das finde ich, dass das ein Problem ist, ist irgendwie sehr schade, weil das menschliche Streben nach Gemeinschaft und nach Sinn im Leben sind ja fast eine unserer besten Eigenschaften, die wir haben. Und deshalb ist es schade, dass das Thema so ein bisschen verkümmert. Aber das konkret umzusetzen, ist natürlich wieder sehr kompliziert. Bevor Nava gleich Lösungsvorschläge noch hinzufügen kann, ich habe mich gerade aber auch gefragt, warum möchte man da nicht zum Beispiel, ne, so dieses Befreiungsnarrativ nenne ich jetzt einfach mal, warum möchte man zum Beispiel nicht die Welt von der Klimakrise befreien? Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Wir sehen ja auch an den Jugendlichen, dass viele das ja auch tatsächlich tun. Ich glaube, diese anderen Welten haben halt viel simplere, viel leichtere Lösungen. Also es ist immer ein sehr klares Weltbild, es gibt klare Gute, es gibt klare Böse. Gerade in so verschwörungsideologischen Weltbildern geht es ja darum, die Welt ist eigentlich gut, Menschen sind eigentlich gut, es gibt nur diese 5 Bösewichte. Und wenn wir die alle hängen, dann leben wir alle in Frieden, in direkter Demokratie, so ist ja die Vorstellung. Ich glaube, da ist diese Lösung, diese Erlösungsfantasie eine einfache. Oder wie gerade bei QAnon ist ja, dass sie beten für den Storm, für ein fast religiöses Event, an dem alle bösen Menschen beseitigt werden und danach alles gut ist. Ich glaube, das plus diese einfachen Schwarz-Weiß-Bilder sind oft anziehender derzeit. Nava? Ich weiß gar nicht, was ich dem noch hinzufügen kann. Aber natürlich, ich glaube, es braucht definitiv nicht nur zu verstehen, wie Dienste funktionieren, weil ich habe das Gefühl, es ist oft so, dass wir uns auf dieser Ebene bewegen und sagen, so wie funktionieren überhaupt Dienste, warum ist jetzt auf Telegram so viel Hass, warum ist jetzt auf Twitter so viel Hass, sondern dass wir nochmal wieder zurückgehen und uns das große Ganze anschauen und eben genau uns auch ansehen, warum sind manche Dinge überhaupt gar nicht erkennbar und wie tief, also auch noch mehr über Rechtsextremismus zu sprechen, weil ich habe auch das Gefühl, dass sehr viel zwar darüber gesprochen wird, wir wissen, wie schlimm Rechtsextremismus und so weiter ist, aber wir können nicht erkennen, wie tief rechte Narrative in unserer Diskussion stecken oder wie viel in unserer Sprache steckt, wie viel in unserer Art zu kommunizieren miteinander steckt. Also wir müssen eigentlich noch viel, viel mehr uns verstehen als postkoloniale, postnationalsozialistische, patriarchate Gesellschaft, die das alles irgendwie loswerden muss und verlernen muss und nicht nur sich darauf konzentrieren muss, okay, was ist jetzt gerade ein Phänomen, auf das wir schauen, sondern ja, in welcher Gesellschaft bewegen wir uns und warum müssen wir da drauf schauen? Das war jetzt alles schon sehr, sehr breit. Erstmal soweit vielen Dank für eure Lösungsansätze. Es gibt ja auch ein Publikum und ich finde auch, ich habe jetzt auch eine Menge gefragt, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass es auch noch Fragen gibt aus dem Publikum eventuell an Markus Bösch, Nava Saravian und Miro Dietrich. Es gibt keine Fragen soweit, dann hätte ich noch eine allerletzte Frage. Was glaubt ihr, wird Elon Musk Twitter kaufen und wird Donald Trump in 2 Jahren wieder antreten zur Wahl?
Also ich glaube, es ist recht deutlich geworden, dass Elon Musk nichts mit Twitter zu tun haben will, dass das ein bisschen von Leuten überzeugt wurde, diesen Deal anzugehen. Dass er, ich glaube, man merkt ja auch an seinen Antworten, dass er immer die Lösungen, die er für die Probleme präsentiert haben, immer recht klar zerlegt wurden. Und ich glaube, er hat gesehen, dass es doch kein tolles Spielzeug, sondern das ist alles ganz anstrengend. Okay. Schließt ihr euch an, oder? Ja, definitiv. Auch meine Prognose, Elon Musk wird Twitter nicht kaufen, ob Donald Trump antritt oder nicht, Gott bewahre, ist, glaube ich, das Einzige, was ich dazu sagen möchte. Keine Ahnung, wir werden sehen. Also schon, oder? Es sei denn, ein Golfball trifft ihn oder so. Fürchterlich, sich das auszumalen, was dann los wäre. Okay, dann habe ich es doch nochmal geschafft, auf einem positiven oder zumindest mit einem positiven Ausblick zu enden. Ich finde, dass Elon Musk Twitter nicht kaufen wird, ist definitiv ein positiver Ausblick. Vielen, vielen Dank an euch drei. Vielen Dank an Markus Bösch, Miro Dietrich und Nava Sarabian. Vielen Dank an das Publikum fürs Zuhören und schon mal im Voraus vielen Dank an das Publikum, an den Rechnern oder Endgeräten, die das dann aufgezeichnet sehen werden. Und es gibt nicht nur diese Veranstaltung, die man sich hinterher noch angucken kann auf dem YouTube-Kanal der Anne Frank, der Bildungsstätte Anne Frank. Es gibt noch zwei weitere, auch in dem Rahmenprogramm. Und an dieser Stelle würde ich sagen, vielen Dank. Einen schönen Abend noch. Tschüss. Dankeschön.